Alles klar, Kitty. Mach das. Ich glaube zwar nicht, dass ich noch bis Kitan komme, aber wenn, den kriege ich, glaube ich, so allein hin. Das schaffe ich dann sogar. Kann mal gucken. Wie lange brauche ich denn noch? Ja, schmeckt super frisches. Dankeschön. Ja, das mit den Bohnen als erstes genommen. Super lecker. So. Ja, mal kurz gucken. Da. Nee, ich bin schon auf der vorletzten Seite. Okay, ich muss gleich mal gucken. Wandernes Biotop. Wandernes da. Ah, okay, drei Quests. Ja, doch, okay, Titan schaffe ich noch. Titan sollte ich noch schaffen. Okay. Oh, hallo, da bist du ja schon wieder. Hast du etwas vergessen oder ist etwas passiert? Hier. Nein, ich wusste nicht, dass das seltene Blätter sind. Ich hatte sie nur gewählt, weil ich sie hübsch fand. Ich habe sie in einem Sumpfgebiet südlich von hier gefunden. Aber da waren keine Weinreben, soweit ich weiß. Was ich dort sah, waren Gobu-Spuren. Aber kommt mir der Ge also dabei kommt mir der Gedanke, vielleicht wachsen die Reben hier auf einer Gobu, wie auch immer. Kann das sein? Dagegen soll Schismu leben, die als besonders aggressiv und gefährlich gilt. Falls du nach hier suchst, dann sei bloß vorsichtig. Kriegen wir hin. Jo. Ich glaube, ich bleib bei dem Ding mit dem Boden gerade. Ja. Wo ist er? Achso, jetzt muss ich wieder zu ihm nach da oben. Ja, gut, dann kann er mich auch einmal porten. Die 100 Gil habe ich dann auch noch. Geht gleich weiter. Hallöchen. Hast du mit Rest gesprochen? Was hat er gesagt? Hast du eine der kostbaren Weinreben gefunden?
Ja, ich hatte recht. Das ist eine Rebe des Bacchusweins. Ganz sicher. Schluss mit dem Unfug. Ich habe euch genau gehört. Aber ich glaube euch kein Wort. Der Bacchuswein ist ausgestorben. Das ist die traurige Wahrheit. Und jetzt will ich eine einfache Abenteurerin. Und jetzt will eine einfache Abenteurerin diesen Schatz der Natur wieder entdeckt haben? Das ist doch lächerlich. Nein. Das ist der Bacchuswein. Ich werde verrückt. Das Ganze ist ein Wunder. Du willst mir die Rebe überlassen? Wirklich? Du, Brillant, bist der beste Winzer weit und breit. Wenn jemand den Bacchuswein retten kann, dann du. Du hast die nötige Erfahrung und die Ressourcen. Versprich mir nur, dass du mich von dem fertigen Bacchuswein kosten lässt. Sicher, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich nehme dein Geschenk mit Freunden an und verspreche, verantwortungsvoll damit umzugehen. Schon in wenigen Jahren wird der Bacchuswein wieder in ganz Eosia getrunken werden. Danke, aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Moment mal, diese Flasche, das spröde Etikett, das wäre etwa eine Flasche Bacchuswein? Um genau zu sein, ist das eine 1547er Jahrgang, nicht wahr? Dachte, die letzte Flasche wäre lange vor der Katastrophe getrunken worden. Diese Flasche ist das Prunkstück meiner Privatsammlung. Jahrelang habe ich mit mir gerungen, ob ich sie öffnen sollte oder nicht. Jetzt bin ich froh, dass ich sie nicht geöffnet habe. Denn dieser ganz besondere Wein ist genau das richtige Geschenk für die Helden des Weinhafens. Abenteurerin, nimm du diese kostbare Flasche. Hier haben wir die Wiederentdeckung dieses Bacchuswein zu verdanken. Du hast mein Leben und das Leben aller Weinliebhaber grundlegend verändert. Dank deines Mutes und deiner Großzügigkeit werden wir bald wieder den Bacchuswein genießen können. Nun will ich dich aber nicht noch länger aufhalten. Kehre zurück zur Sonnenküste und gib Hauptmann Weisskern diese Flasche. Sie ist genau das Richtige für das Fest. Ich gebe zu, dass ich den Wein am liebsten selbst kosten würde, aber ich übe mich in Geduld. Ich glaube fest daran, dass der Bacchuswein bald wieder frei verfügbar sein wird. Importen muss einmal. Einfach, weil man sofort zum Laufen ist. Hi. Da bist du ja wieder. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Hast du den Wein besorgt, um den ich dich gebeten habe? Mhm. Das ist ja ein 1547er Bacchuswein bei den Göttern. Was für ein Schatz. Ich muss gestehen, dass ich dich unterschätzt habe. Du hast meine kühnsten Erwartungen übertroffen, Adaria. Dank dir werden wir ein rauschendes Fest feiern können. Dafür hast du dir die ganze Mühe schließlich gemacht, nicht wahr? Zwei unserer Ehrengäste sind auch bereits eingetroffen. Eine junge Gelehrte und eine große Abenteurerin. Diesbezüglich habe ich nur noch eine allerletzte Bitte an dich. Geh der jungen Gelehrten gleich da drüben sagen, dass alle Vorbereitungen für das große Festessen abgeschlossen sind. Yay. Du oder freut sich bestimmt. Ja, du hast dich hier ja ganz schön einspannen lassen. Dabei gab es wohl ein kleines Missverständnis. Ich hätte dich doch als meine Begleiterin, große Abenteurerin, angekündigt. Das heißt, du bist eigentlich der Ehrengast des Festes und nicht die Gastgeberin. Jede Rotschuh scheint keinen blassen Schimmer zu haben, wer du wirklich bist. Und du solltest ihn schleunigst aufklären, bevor er dir weitere Arbeiten aufs Auge druckt. So.
Wie bitte? Du bist gar kein Lakai. Woher hätte ich das denn wissen sollen? Fragen? Nun ja, ich verzeih dir, dass du dich nicht ordentlich vorgestellt hast. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Ist das alles? Ein wenig herzlicher könnte die Entschuldigung schon ausfallen. Bitte verzeih die Störung. Wir würden euch gerne Gesellschaft leisten. Nichts lieber als das. Wir danken euch für die Einladung zum Fest. Doch wärt ihr so freundlich, uns aufzuklären, welches Spiel hier gespielt wird? Ja, ich denke, wir sind euch eine Erklärung schuldig. Also, beim Heer der Helden gab es einen Brauch, um unnötige Opfer zu vermeiden. Im Primae durften sich nur jene stellen, die für würdig erachtet wurden. Auch in deinem Fall haben wir an diesem Brauch festgehalten. Oh Gott. Lanarel hat deinen Mut auf die Probe gestellt und Urd deine Techniken. Polvox hat deine Auffassungsgabe bewährt und Shamani Lumani dein Mitgefühl. Tja, und ich persönlich durfte mich von deiner Kraft überzeugen. Das sind die zentralen Eigenschaften, auf die es beim Kampf gegen einen Primae ankommt. Um dich nicht blind in den Tod zu schicken, wollten wir wissen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Verstehe, dann habt ihr sie gar nicht grundlos für die Vorbereitung eingespannt? Es waren sozusagen als Prüfungsaufgaben. Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Mich hast du auf ganzer Linie überzeugt. Die Köstlichkeiten, die du zusammengetragen hast, waren alles andere als leicht zu beschaffen. Du hast dabei wahren Mut bewiesen. Dem kann ich mich nur anschließen. Auch mich hast du überzeugt. Psch-Schko. Großwachsene gehen zu Titan mit Tötenwerkzeug. Bulwok schenken. Gute Wunsch für Sieg. Um es kurz zu machen. Das Heer der Helden erachtet dich für fähig, gegen Titan anzutreten. Wir werden dich nach Kräften unterstützen. Wir vertrauen darauf, dass du in unsere Fußstapfen treten und Eorzea retten wirst. Genug geredet. Ich freue mich schon auf die Darbietung der Tänzerin und natürlich auf Dürstweiz göstliches Essen. Esst, trinkt und seid fröhlich, denn heute feiern wir die Geburt einer neuen Legende von Aldaria Eistatze, Titans Bezwingerin. Noch ist es nicht soweit. Aldaria Eistatze, Titans Bezwingerin, sie lebe hoch. Noch ist es nicht so weit. Leute, ey. Weißt du, noch haben wir Titan nicht bezwungen und das wird trotzdem eine Siegesfeier gefühlt. Gemacht. Ich jetzt trotzdem ganz kurz weiter. Oh. Hoppla. Dezent zu weit gegangen. Habe ich eigentlich? Oh ja. Ein Kartenfarm beendet. War mal wieder erfolgreich. Freut mich, Herbert. Na, du Hübsche, wie gefällt dir unser Tanz? Ich verspreche dir heute Nacht süße Träume. Nein. Mhm.
Wow. Und ich hoffe, für den Euro und einmal Pixieflüge bekommen. Ui, nice. Ja, ich bin auch erfolgreich gewesen. Ich habe innerhalb von, wie lange spiele ich? Eine Stunde? Eineinhalb? Eineinhalb Stunden? 10 Level gemacht? Kein Kommentar. Dan ist ein mächtiger Primär. Er wird nicht leicht zu besiegen sein. Doch mit deinem guten Herzen wirst du ihn über ihn triumphieren. Buchst du erst schlaue Plan für Kämpfe gegen Titanen? Wenn Großwachsene mit leeren Denkschädel die Denkschale geht, wird schlimmes Ende sein. Mit deinem Mut wirst du selbst im Angesicht von Titanen die Ruhe bewahren und wohl überlegt handeln. Du kannst ihn besiegen. Sehr guten Mutes. Du beherrschst deine Techniken meisterhaft. Du hast das Zeug dazu, Titanen zu besiegen. Von deiner Kraft bin ich überzeugt. Wenn jemand Titanen besiegen kann, dann du. Nein. Ja, Titanen werde ich heute noch packen. Na, da haben dich Weißkind und die anderen Helden ja ganz schön an der Nase herumgeführt. Aber immerhin wollen sie dir jetzt helfen. Frag Weißkind am besten gleich, wie du Titanen herausfordern kannst. Du musst es einfach schaffen. Du musst. Ich will ein anderes Schwert haben. Das sieht kacke aus. Östliches Lamassea, juhu! Du steckst voller Tatendrang, nicht wahr? So muss es sein. Schon bald wirst du Titanen gegenübertreten. Reise zum Camp Bronzesee im oberen Lamassea und triff dich dort mit Riol. Er war beim Heer der Helden einer meiner besten Kundschafter. Seine Aufgabe war es, den Eingang zum Vulkanlabyrinth von Ogomoro zu suchen. Damit dieses Wissen nicht in die falschen Hände gerät, ist er zur höchsten Vorsicht angewiesen. Er wird sich erst zeigen, wenn er das Erkundungszeichen des Heeres der Helden hört. Bronzesee ist nördlich von Weinhafen. Du musst an drei bestimmten Orten pfeifen und Riol kommt dann zum Treffpunkt, einem vierten Ort. Ich zeichne dir alles auf der Karte ein. Oh, Istola, ja. Okay. Da war ich noch nicht. Also da als erstes hin. Ins nächste Gebiet. Da hier hin. Ein Zielort. Mal harmonisieren, bitte.
Noch einmal pfeifen. Und noch einmal pfeifen. Riol. Aha, eine Abenteuerin. Ist schon lange her, seit ich das letzte Mal mit dem Pfeifsignal gerufen wurde. Kommst du von Wastecat? Dachte mir doch. Na gut, wenn du bereit bist, erkläre ich dir alles, was du wissen musst. Nein, Ausblick. Yay, Titan. Vor Jahren, als wir uns alle alles Mögliche überlegten, wie wir am besten in den Vulkan gelangen konnten, bin ich bei einem Streifzug auf einen der primitiven Etheriten gestoßen, den die Kobolde benutzten. Was soll dieser Blick? Denkst du, wir sind die Einzigen, die in den Ätherfluss einsteigen? Er spricht von unverstärkten Ätherknotenpunkten, die die wilden Stämme gefunden und in Beschlag genommen haben. Das Prinzip ist das gleiche wie bei unseren Etheriten. Ah, wieder da? Danke für die Erklärung. Ihr Leute aus Shalayan habt ein echtes Talent für sowas. Genau darüber wollte ich auch mit Riol sprechen. Deswegen bin ich gekommen, sobald es mir möglich war. Die Tunnel von unter Ugomoro bilden ein verworrenes Labyrinth, das noch kein Fremder zur Gänze erforschen konnte. Wie sich das Heer der Helden da drin zurechtgefunden hat, ist mir ein Rätsel, das mich schon lange beschäftigt. Also bitte, du unterschätzt uns ja wohl gewaltig. Wir waren nicht so dumm, von vornherein zu spazieren. Die Kobolde graben ständig neue Tunnel und spicken die alten mit Fallen. Ein falscher Schritt und hunderte Dunzen Steine krachen dir auf den Schädel. Wäre ja Selbstmord, es überhaupt zu versuchen, oder? Aber dann haben wir kapiert, dass wir das gar nicht müssen. Die Ugomoro-Minen sind die reinste Koboldstadt. Klar, dass es da ein Etheritennetz geben muss. Wie in jeder vernünftigen Stadt. Aber selbst wenn da unten in Ugomoro ein Ätherknoten wäre, man müsste sich doch erst mit ihm harmonisieren, um seine Signatur im Ätherstrom identifizieren zu können. Nein, dieser Typ aus Shalayan hat es hingekriegt. Er hat uns direkt in die Titan-Schlafzimmer befördert. Gemeint, jeder Gelehrte aus Shalayan, der was auf sich hält, könnte dasselbe tun. Ein Shalayaner hat das gesagt. Die Lokalisierung des Knotens könnte möglich sein, wenn... Aber dass man jemand anderen sicher ans Ziel leiten kann, ohne die Signatur zu kennen, dafür müsste... Theoretisch ist es möglich, aber ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, ehe ich es nicht versucht habe. Ha, du schaffst das schon, Mädel. Hab doch ein bisschen Selbstvertrauen. Los, wir gehen alle nach Zilmas Klamm. Da können wir den Etheriten genau unter die Lupe nehmen. Ist nicht weit, aber stellt euch darauf ein, dass uns die Kobolde den Weg versperren. Yay, Kobolde. Nice. Mir tut die Gruppe jetzt schon leid, die auf mich warten muss, weil ich alles lese. Alles gut, Luna. Du bist krank. Du sollst sowieso nicht hier sein, wenn du krank bist. Das ist also der Etherit, durch den das
den das Heer der Helden in Titans Heiligtum vordringen konnte. Genau wie Papa Limo vermutet hatte. Der Ätherit wurde nicht mit schalayanischen Methoden modifiziert, deswegen ist das Signal so schwach. Es wird all meine Kraft erfordern, es zu verstärken und zu stabilisieren. Du musst ohne mich weiter, Adalia. Ich werde hier bleiben und das Signal aufrechterhalten. Sonst kannst du nicht mehr zurückkehren. Seid unbesorgt, ich werde die Truppen des Marschstroms rufen, die in der Nähe stationiert sind. Sie sollen mich so lange schützen. Vielleicht gelingt es mir, das Signal zu stabilisieren, sodass ich dir nachfolgen kann. Bis dahin bist du auf dich allein gestellt. Hi, Tishy. Eieiei. Das hat keiner gesehen. Ich hab nicht das Geringste gesehen. Oh, boah, Alter, brennt der. Oh. Puh, brennt der. Werden wir sehen, ob ich als Schalayanerin etwas auf mich halten darf. Ich konnte einen Knotenpunkt orten, tief im Inneren des Berges. Was dir dort unten begegnen wird, kann ich nicht sagen, aber sei auf alles gefasst. Ich brauche ich. Nee, brauche ich tatsächlich. Ich brauche sogar noch zwei weitere von dir. Okay. Alles weg. Wobei, ich glaube, es wäre eigentlich besser. Ich muss ja so lange lesen, ne? Wäre eigentlich besser, wenn ich damit NPCs reingehe. Dann kann ich in Ruhe lesen. Weil ich guck gar nicht, wer ist. Na, egal. Allein die Mitspieler halt. Ich sehe von ab, wie lange ich warten muss. Schon. Ja. Mal sehen, wann wir reinkommen.
befördert werden. Komm. Herzlichen Glückwunsch, du wirst hiermit offiziell befördert. Ab sofort darfst du die erste Schlangenjüngerin nennen. Ja, nice. Erste Schlangenjüngerin Eissätze. Du widmest dich der Bruderschaft aus ganzem Herzen, oder? Das ist bewundernswert. Wir würden dir deshalb gerne einen Ausflug überlassen, wenn es dich interessiert. Es geht um eine Zusammenarbeit mit dem Hause Zemail in Ishgard. Bösartige Kreaturen des Nichts sollen sich angeblich in der Feste Zemail eingenistet haben. Ishgard braucht jemanden, der sie ausmerzen kann. Frag am besten die Ritterin Ophelia des Hauses Zemail bezüglich der Details. Sie wartet im zentralen Hochland von Körters schon auf dich. Viel Erfolg. Ich erwarte gute Neuigkeiten. Ich erwarte auch so vieles. Vulkankorb. Okay. Yay. Mir tun die Leute jetzt schon leid, die so lange auf mich warten müssen. Achso, vielleicht sollte ich dann nicht unbedingt jetzt essen. Ach ja. Ein Obenlebender, ein Eindringling, hat unseren Eteriten benutzt und beschmutzt. Und Titans heiliges Reich betreten, mit Füßen getreten. Nicht erlaubt, verboten. Obenlebende muss weg, muss verschwinden aus Koboldreich. Fürchtet den eindringenden Licht, meine Kinder. Der Herr des Erdreichs wird ihr Schicksal besiegeln. Hör her, Obenlebende, du und deinesgleichen. Ihr werdet das teuer bezahlen, dass ihr den Pakt gebrochen habt. Dir wird das Urteil zuerst gesprochen, und dann Limsalominsa und all den wortbrüchigen Lügner, Betrüger, doppelzüngige Verräter. Großer Vater, Herr der Felsen, Herr der Berge, Herr der Erze, dein ist das Erdreich, dein ist jeder Berg. Begrabe diese Ruchlosen unter Felsen so schwer wie ihre Schuld. Nett. Reimen können sie.
Er ist da. Herr ist da. Titan ist groß. Titan. Ja. Oben Lebende, du wagst es hierher zu kommen, nach allem, was ihr meinen Kindern angetan habt? Deinesgleichen reißen dem Erdreich seine Schätze und scheuen nicht den Mord an seinen Bewohnern, denen sie rechtmäßig gehören. Ach, aber ich bin nicht der Erste, gegen den du dich erhebst. Du hast auch Ifrit entthront, nicht wahr? Was für eine unfassbare Vermessenheit in diesem armseligen Körper. Du wirst die Vergeltung dafür erfahren. Der Mut. Du so selten, dass ich mal vorrennen muss. Ich finde das so selten, ey. So selten, so seltsam. Ich renn nie vor. Ich hasse es. Ich bin hier wieder raus. Oh, hi. Ich hasse es. Ich hasse es zu denken. Ja, gut. Ich rotiere gerne erstmal. Ich rotiere gerne erstmal eine Runde. So unnötig, wie das auch war. Nichts direkt dahinter. Juhu, 2 PS. Doch, da kam was hinter. Aber egal. Ja. Doch, da kam was hinter. Ja, so, ja. Selbst wenn, ist es egal. Hey, hey, hey. Kann ich nicht einmal bei einer halbwegs ordentlichen Kleidung bleiben? Geht das? Das wäre so schön. Na egal. Ich esse erstmal. Nein, Schokobo bleibt. Komm wieder her. Kein Diener hier in der Nähe? Was bist du denn? Wap.
Hau ab! Hi. Gut, dass du halt zurückgekehrt bist. Lass uns besprechen, wie wir weiter vorgehen. Level 45. Ob das normal ist. 100 Pro, wenn ich jetzt die E-Mail gehen würde, hätte ich... Mein Pensum wahrscheinlich voll. Ja, zumindest fast voll. Den Sieg über Titan sollten wir so schnell wie möglich melden. Aber ich muss doch einige Nachforschungen anstellen. Kannst du für mich nach Lemsalominsa gehen und dort Raschant Riki von dem Kampf gegen Titan berichten? Sie wird sehr erfreut sein. Yay. Wo müssen wir nochmal hin? Ach, da. Einmal zur Achterburg. Hi. Ihr habt wirklich Titanen besiegt. Die Gefahr ist gebannt. Das ist ja unglaublich. Ich werde umgehend Admiral Merweb darüber informieren. Zuerst Ifrit und jetzt auch noch Titan. Du bist für wahr keine gewöhnliche Abenteurerin. Nein, du bist eine wahre Heldin, die Geschichte Eosias prägt. Danke für diesen höchst erfreulichen Bericht. Bitte richte dem Bund der Mongol meine Ehrerbietung aus. Ja, er bietet einen Gruß aus. Ach nö. Mach das Hybrid. Hallo? Hörst du mich? Ich bin's, Minfilia. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über Titan. Stola hat mir alles erzählt. Den 12. Dank, dass euch nichts passiert ist. Ich hatte mir große Sorgen gemacht. Kannst du wieder zum Sonnenwind zurückkommen? Dann reden wir über die weiteren Schritte. Ja, bis dann. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir mal wieder sehen hätten, gesprochen sind.
Na, kommt das nicht jetzt? Hm. Mhm. Okay. Die Meinung ist froh, die Laufen erlebt. Kannst du wieder zum Sonnenwind zurückkommen? Dann reden wir über die weiteren Schritte. Ja, bis dann. Ein Glück, dass alles gut ausgegangen ist. Ach, Louisua, könntest du uns jetzt sehen, wie dieses Mädchen kämpft, um dein Vermächtnis zu erfüllen? Hier also versteckt sich die Bezwingerin von Ifrit und Titan. Komm raus, Dreckstück, oder muss ich deutlicher werden? Oh nein! Versteck dich. Du musst unsere Kriegerin des Lichts warnen. Hast du verstanden? Ich ergebe mich. Aber verschont meine Leute. Ich bitte euch. Oho, da ist uns ja das Prinzesschen persönlich ins Netz gegangen. Ganz schön dumm von dir, dich selbst ans Messer zu liefern. Sie ist nicht da. Ihr könnt suchen, wie ihr wollt. Oh, da habe ich mich extra hübsch gemacht. Und dann? Wie konntet ihr eigentlich wissen, wo wir... Schluss jetzt mit dem Geschwafel! Oh nein! Wieso bist du rausgekommen? Macht sie reisefertig. Alle. Nein, nicht! Verflixt! Das ist... Ah. Lass sie in Ruhe. Ich hab doch gesagt, ich ergebe mich. Es reicht. Wir sind hier fertig. Unser Vögelchen ist ausgeflogen. Gut. Aber dafür werden wir mit dem Goldstück hier viel Spaß haben. Mir scheint nämlich, sie hat ein interessantes Talent. Was ist denn? Lass diese Würmer jetzt! Bringen wir die reiche Beute nach Hause. Okay.
Okay, das könnte ich gerade jemand anders klicken. Von der ehrwürdigen Mephilia. Die Laufende muss finden den Zurückgezogenen in der St. Adama-Landama-Kirche im östlichen Tanalan. Meinige wollte die Ehrwürdige vor der Bösartigen schützen. Vergeblich. Verzeih. Verzeih der Meinigen. Rette. Arme Süße. Jung. Den bringe ich gleich einmal ganz kurz den Teller hoch. Dann brauche ich das gleich nicht machen. Nein. Jetzt gehen wir mal einen Schuh.